Hallo und herzlich willkommen. Wir müssen ein bisschen ruhig sein, denn der rote Pirat schläft im Hintergrund ein bisschen. Deswegen, ja, schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Munz, Fotz! Ja, genau, Munz, Watz, alte Erdnüsse. Was kann der Affe? Ah, wir können bei ihm die Getränke, die wir gesehen haben, bestellen, alles außer dem Caterkiller, weil klar, das nimmt natürlich ihm das Geschäft weg. Deswegen, ja, klug, bitte dumm. Wieso schüttelt er sich selber und nicht den Trink? Danke, perfekt. Okay, schauen wir es nachher. Mojito? Mojito. Genau, Club Mojito. Ja, es kommt ganz arg auf die Mischtechnik an. Okay, den trinken wir auch. Ich glaube, es ist viel. Ach, das sind die Pfefferminzblätter. Stimmt, die brauchen wir ja für den Kaderkiller. Ich glaube, daher kriegen wir das Salz und jetzt brauchen wir noch irgendwoher die Milch. Gluckruck. Okay, der gute alte Grog. Na, normalerweise müsste eigentlich alles weggeätzt werden. Gut, nächste Runde. Bunsalamuri. Bunsalamuri. Oh, ich glaube, da ist. Können wir den gleich mitnehmen? Okay, den müssen wir nachher mit irgendwas anderem vertauschen. Ich sehe es schon. Das ist so dieses typische in Action Adventures. Also, ja. Mons, Fotz! Hier, der alte Fetz wird abgesetzt. Dann muss man natürlich gleich nehmen. Gut, was haben wir hier noch? Wir haben hier die Öllampe. Ja, Bocker! Oder cool! Genau, die Bucke. Und wenn wir die nehmen, dann regt sich der Affe auf. Nimm das Ding unter dem Tuch. Ich weiß nicht, ich glaube, das haben wir auch schon probiert. Und dann ist es abgestürzt. Ich probiere es allerdings nochmal. Okay, also das geht nicht. Dann schauen wir nochmal uns um. Betrachte rote Pirat. Hier haben wir schon einiges gemacht. Ah. Die Burning Mary können wir auch noch trinken. Aber die bringt uns rein gar nichts. Okay. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Zieh das Schwert aus dem Stein. Können wir das echt machen, Mumfi? Hat mich auch ganz arg gewundert, wenn das Vieh plötzlich ja, zum neuen König von England werden würde. Okay, plötzlich. Gut, hier haben wir alles gemacht. Dann gehen wir mal wieder ein bisschen raus. Pfefferminzblätter haben wir. Wir brauchen noch Milch. Wir brauchen noch die Möglichkeit, hier das Ganze. Wir reden mal mit dem Kopfgeldjäger. Was willst du? Klug, X. Hä? Caterkiller.
Milch, Pfefferminze und Salz. Der schlimmste Albtraum eines Barkeepers. Vernichtet die Arbeit von Stunden in Sekunden. Yep. Guter Gedanke. Nix. Kein Problem. Genau, kluger Bescheid, wenn Nate wieder nüchtern ist. Da bekommen wir eine Kokosnuss. Und in der ist die Kokosnussmilch, oder? Okay. Und ich nehme an, wir brauchen auch die Pfanne hier. Dankeschön. Jetzt geht das Ganze hier auch schön. Oh, lange. Wicke Nate. was ist mit dem Pranger? Können wir damit irgendwas? Ah, okay. Der bringt uns gar nichts. Was ist mit den Aushängen? Okay, da geht nichts. Pokusalara. Pokusalara, genau. Und was ist hier oben? Sidara Burak. Dokaluk. Bling, bling. Okay, wir müssen es irgendwie schaffen, dass wir... Wir haben das Salz, wir haben die Kokosmilch. Können wir die hier irgendwie benutzen? Nee. Nee, geht nicht. Ist alles noch nicht ganz so optimal. Ja. Ich habe ein neues Artefakt. Es ist fantastisch. Stelle die Pfanne auf den Poller. Okay, und jetzt gib die Erden. Na? Na? Hallo? Okay, der lässt sich offenbar nicht bestechen. Sieh nicht hin! Sieh nicht hin! Wo soll ich nicht hinsehen? Okay. Spiegel? Benutze, erhitze die Pfanne. Jetzt ist sie heiß. Ich möchte die ganze Zeit irgendwie hier, aber ich glaube, die sind so alt, dass da gar kein Salz mehr dran ist. Ich glaube, ja, lass die Erdnüsse liegen, du hässlicher Vogel! gibt's hier noch irgendwas? Öffne das magische Schloss. Da gibt's irgendwie gar nichts hier. Mary! Waffeln! Luxig! Okay. Naja, geht irgendwie gar nicht. Hm.
könnte natürlich auch sein. Ein Moment, wir können die Pfanne erhitzen. Das heißt, wenn wir hier irgendwo... Moment mal, kann ich die Pfanne vielleicht mit dem... Fülle Salzwasser in die Pfanne? Sehr schön, wir haben Salzwasser. Und damit können... Oh, der Affe ist echt mutig. Und damit können wir natürlich jetzt uns das Salz herstellen. Wenn wir jetzt die Pfanne wieder auf den Poller stellen. Okay, jetzt den Brennspiegel mit der Pfanne mit Salzwasser. Ja, genau, das Wasser verdampft und es bleibt übrig unser Salz, das wir brauchen. Okay. Gut, jetzt noch die rein. Mischt. Können wir hier nicht irgendwie die noch irgendwie auch öffnen? Na, mischt. Wir müssen diese blöde Kokosnuss öffnen. Hey, kannst du mir diese... Wenn ich eine Kokosnuss will, schieße ich sie mir selber vom Baum. Na, ein gebildeter Fatzke. Okay, kann ich es hier noch mit irgendwas benutzen, die Kokosnuss? Nee, dann gehen wir noch mal rein. Oh! Tokolok! Tokolok? Schale mit Kokosnussmilch, das heißt die... Okay, wir haben einen Shake, den Katerkiller. Oh scheiße, jetzt müsste ich natürlich wissen, wie der Shake nochmal ging. Nein, und ich kann nicht diesen blöden Zettel lesen, weil sonst darf ich wieder... Ich speichere lieber ganz kurz. Dann kann ich doch nochmal nachgucken. Das hier ist YouTube 10. Okay, wir probieren unser Bestes. Ich hoffe, ich krieg's jetzt gleich hin. Wir schauen doch nochmal in das Rezept rein. Also, Bebop, Mangang, Docke. Oh, scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie man die jetzt machen soll. Aber wir probieren unser Bestes. Nein, und ich komme natürlich mal wieder nicht rein hier ins Menü. Wie kriege ich dieses blöde... Also, ihr könntet mir echt einen riesengroßen Gefallen tun, wenn ihr mir einfach in die Kommentare reinschreibt, wie ich diese blöde Seite hier wieder entferne. Ich sehe hier nirgendwo ein X irgendwo, wo ich draufklicken kann. Ich hab... Na... Das bringt auch nichts, wenn ich hier an die Seiten drauf. Ich probiere jetzt mal noch ein paar Tasten, ob damit irgendwas zu tun ist, aber... Enter. Okay, wir probieren doch nochmal die Seite zu laden. Und es bleibt natürlich da. Ach, das ist klasse. Naja. Was soll's, dann müssen wir jetzt halt in der nächsten Folge unseren Katerkiller mixen. Bleibt uns ja nichts anderes um und wir merken uns einfach Bebop, Mangang, Ducke Duck und Freak Out. Und ja, ich bin gespannt, wie Nate dann halt eben... Was kann ich hier nochmal irgendwas machen? Ah, ich kann doch noch. Oh, scheiße. Oh.
Okay, was ist Bebop? Mangang? Dokkedok? Und das hier scheint Freakout sein. Fudo! Okay, war die falsche Mischung? Mangang? Dokkedok? Und Freakout. Oh, Schrott. Okay, das müssen wir recherchieren, was da jetzt genau das Richtige ist. Ich danke euch aber vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge hier bei Book of Unwritten Tales Teil 2. Und ja, ich denke, mit dem Affen werden wir sicherlich noch einigen Spaß haben. Ich finde ihn cool und ja, den werden wir sicherlich noch ein bisschen leiden lassen müssen. Der wird noch unser Opfer, der steht auf der Abschussliste. Also, bis morgen dann. Ciao, ciao.